Halli, hallo, hallöle. Gestern war ich auf dem Klöle. Heute bin ich hier. Drum lese ich jetzt mindestens 4 Seiten. Uiuiui, winselte er beim Landen und schüttelte sich das Wasser ab. Möge die rote Reude über alle Hunde dieses Dorfes kommen. 3 Bisse für jeden Floh, den ich auf mir habe. Und das alles nur, weil ich nach einem alten Schuh im Kuhstall hinschielte. Denkt euch nur, schielte, ich kann den Staub fressen, und er kratzte sich hinterm linken Ohr. Ich hörte, dass der Adjutant mit der Stimme einer stumpfen Säge, die durch hartes Holz fährt. Ich hörte, dass ein neugeborener Hund in jenem Schuh steckte. Hören und Wissen ist zweierlei, meinte der Schakal, der stets allerlei Sprichwörter aufschnappte, wenn er abends die Menschen an den Dorffeuern belauschte. Vollkommen richtig. Daher überzeugte ich mich auch und nahm das neugeborene Püppchen in Verwahrung, als die Hunde anderswo beschäftigt waren. Sehr stark waren sie beschäftigt, sagte der Schakal. Na, so bald darf ich mich nicht wieder in dem Dorf sehen lassen, um mir die Schnabel zusammenzukratzen. Also war wirklich ein blinder, junger Hund in dem Schuh? Jetzt ist er hier, sagte der Adjutant und schielte über den Schnabel hinweg nach seinem gefüllten Kropf. Eine Kleinigkeit nur, aber nicht zu verschmähen. Jetzt, da es keine Wohltätigkeit mehr in der Welt gibt? Hei, eisern ist heutzutage die Welt, wehklagte der Schakal. Sein rastloses Auge erspähte ein kaum merkbares Kräuseln auf dem Wasser. Und eilig fuhr er fort. Hart ist das Leben für uns alle. Ich zweifle nicht, dass selbst unser erhabener Meister, der Stolz des Gatz und Ruhm des Stroms, Lügner, Schmeichler und Schakal, noch kochen alle 3 aus einem Ei, sagte der Adjutant, zu niemandem im Besonderen, denn er selbst konnte leidlich lügen, wenn es sich lohnte. Ja, selbst der Ruhm des Stroms, wiederholte der Schakal mit lauter Stimme, selbst er. Ich zweifle nicht, wird finden, dass gutes Futter rar geworden ist, seitdem man die Eisenbrücke baute. Des würde ich ihm etwa so etwas nie in sein erhabenes Antlitz sagen. Ihm, der so weise ist und tugendhaft wie ich, ach, leider es nicht bin. Wenn der Schakal sagt, dass er grau ist, wie schwarz muss dann der Schakal sein, murmelte der Adjutant. Er konnte nicht sehen, was herankam. Dass ihm Futter niemals fehlen wird und daher ein weiches, knirschendes Geräusch war hörbar, wie wenn ein Boot auf einem seichten Grund auffährt. Der Schakal schnellte herum und sah dem Wesen, von dem er eben gesprochen hatte, gerade ins Gesicht. Und das ist immer am sichersten. Ein 24 Fuß langes Krokodil war es, umpanzert von einem Gehäuse wie von 3-fach vernieteten Kesselplatten, mit Nägeln beschlagen, verkielt und verpicht. Die gelben Spitzen der Oberzähne überragten anmutig den schön geriffelten Unterkiefer. Der stumpfnasige Mugger von Muggerhat hatte es, älter als die Ältesten in dem Dorfe, dem er seinen Namen gegeben hatte, der Dämon des Stroms, ehe die Eisenbahnbrücke kam, Mörder, Menschenfresser und Ortsfetisch in einem. Er lag halb aufgetaucht auf dem seichten Wasser und hielt sich mit einer kaum merklichen Bewegung des Schwanzes im Gleichgewicht. Der Schakal wusste genau, dass ein einziger Schlag dieses Schwanzes den Mugger auf das Ufer hinaufbringen konnte, mit der Schnelligkeit einer Dampfmaschine. Glückverheißende Begegnung, Beschützer der Armen, jaulte der Schakal mit jedem Wort weiter zurückweichend. Wir hörten eine liebliche Stimme und kamen hierher in der Hoffnung auf eine trauliche Plauderei. Meine schweiflose Kühnheit riss mich hin, von dir zu sprechen, während wir hier deiner harrten. Ich hoffe, man hat nichts davon vernommen. Der Schakal aber hatte natürlich geredet, just um vernommen zu werden, denn er wusste, dass man mit den Schmeicheleien am besten noch etwas Futter erschnappt. Der Mugger wusste, dass der Schakal nur deshalb geredet hatte, und der Schakal wusste, dass der Mugger wusste, und der Mugger wusste, dass der Schakal wusste, dass der Mugger wusste, und so waren sie alle ganz zufrieden miteinander. Der greise Unhold schob sich keuchend und grunzend das Ufer hinan und mümmelte, Ehret den Bejahrten und Gebrechlichen, und dabei brannten die kleinen Augen wie Kohlen unter den schweren hornigen Augenlidern, oben auf dem dreieckigen Kopf, während er den gedungenen Tonnenleib langsam mit den rundigen, krummen Beinen nachzog. Dann lag er still.
Der Schakal aber, so vertraut er auch mit der Art und Weise seines Gegenübers war, fuhr zum 100. Male entsetzt hoch, als er sah, wie täuschend der Mugger das Aussehen eines von den Weißen an das Ufer getriebenen Baumklotzes annahm. Er hatte sich sogar bemüht, genau in demselben Winkel zum Wasser zu liegen, wie ein natürlich gestandener Klotz in Hinsicht auf Strömung und Jahreszeit zum Stillstand gekommen wäre. Das aber war nur Sache der Gewohnheit, denn der Mugger war diesmal nur zu seinem Vergnügen an Land gekommen, aber ein Krokodil ist niemals satt. Und hätte sich der Schakal durch die Ähnlichkeit täuschen lassen, würde er wohl kaum so lange gelebt haben, um darüber noch nachdenken zu können. »Nichts hörte ich, mein Kind«, sagte der alte Mugger, eines seiner Augen schließend. »Ich hatte Wasser in den Ohren und mir war ganz schwach vor Hunger. Seitdem man die Eisenbahnbrücke baute, liebt mich mein Dorfvolk nicht mehr und das bricht mir das Herz.« »O Schmach und Schande«, sagte der Schakal, »noch dazu ein so nobles Herz, aber die Menschen sind alle gleich, nach meiner Meinung.« »Kaum«, »große Unterschiede gibt es da«, entgegnete der Mugger sanft. »Manche sind dürr wie Bootshaken, andere fett wie junge Schack. Junge Hunde. Nie werde ich Menschen ohne Grund schmähen. Viele Sorten habe ich schon durchprobiert und meine langjährige Erfahrung hat mir gezeigt, dass sie sehr gut sind. Alle durch die Bank, Männer, Frauen, Kinder. Vorzüglich finde ich sie. Und bedenke, Kind, wer die Welt verschmäht, der wird verschmäht.« Schmeichelei ist schlimmer als eine leere Konservenbüchse im Bauch. Aber was wir eben hörten, das ist Weisheit, sagte der Adjutant und wechselte von einem Bein aufs andere. Dennoch bedenke doch Ihre Undankbarkeit gegen diesen Erhabenen, flötete der Schakal sanft. Nein, nein, nicht Undankbarkeit, wahrte sich der Mugger. Sie denken nur nicht an andere, das ist alles. Aber ich habe beobachtet, als ich an meinem Posten bei der Furcht lag, dass die Stufen der neuen Brücke grausam schwer zu ersteigen sind, besonders für alte Leute und kleine Kinder. Die Alten, in der Tat kommen ja weniger in Betracht, aber traurig bin ich, richtig aufbetrübt, um der kleinen, fetten Kinder willen. Ich hoffe aber, in einiger Zeit, wenn die Brücke nichts Neues mehr ist, dann werde ich die nackten, braunen Beine meiner Leute wieder durch Wacker, durch die Fruchtplanschen sehen wie ehedem. Dann kommt auch der alte Mugger wieder zu Ehren. Ich sah aber doch Ringelblumenkränze an der Kante des Ghats entlang treiben. Erst heute Nachmittag, behauptete der Adjutant. Ringelblumenkränze sind Zeichen der Verehrung in ganz Indien. Irrtum. Irrtum. Die Frau des Zuckerbäckers ist es gewesen. Von Jahr zu Jahr erblindet sie mehr und kann mich, den Mugger von seinem Gatt, nicht mehr von einem Holzklotz unterscheiden. Ich erkannte das Versehen, als sie die Kränze warf. Denn ich lag inmitten am Gemäuer des Gatt. Hätte sie nur einen einzigen Schritt weiter abwärts getan, so würde ich ihr den Unterschied klargemacht haben. Indes, sie meinte es gut und man muss den Willen für die Tat nehmen. »Was hat man von Blumenkränzen auf dem Kehrichthaufen?«, fragte der Schakal, indes er sich flohte, aber dabei stets ein wachsames Auge auf den Beschützer der Armen gerichtet hielt. »War... Aber der Kehrichthaufen, der mich tragen wird, ist noch nicht begonnen. 5-mal habe ich den Fluss vom Dorf zurückweichen sehen und neues Land sich am Fuße der Straße bilden sehen. 5-mal sah ich das Dorf neu erstehen an den Ufern und 5 weitere Male noch wird es neu erbaut werden vor meinen Augen. Ich bin kein treuloser, fischjagender Gavial. Ich bin der treue, ausharrende Wächter der Furcht. Nicht umsonst trägt das Dorf meinen Namen. Und wer lange wacht, sagt man, erhält endlich seinen Lohn. Lange, sehr lange habe ich gewacht, fast durch mein ganzes Leben. Und mein Leben waren Bisse und Schläge, klagte der Schakal. Hoho, krächzte der Adjutant. Der Schakal kam August zur Welt. September hat's geregnet. Sprach er, dass so viel Regen fällt, ist mir noch nie begegnet. Der Adjutant hatte eine unangenehme Eigentümlichkeit. Zu Zeiten leidet er an plötzlichen Anfällen krampfartiger Unruhe in den Beinen und, obwohl er würdevoller anzusehen ist als jeder andere Kranich, die alle ungemein ehrbar sind, beginnt er dann doch einen krüppelstelzigen Kriegstanz aufzuführen, bei dem er mit halb geöffneten Flügeln schlägt und den kahlen Kopf auf und niederstößt
und aus Gründen, die nur ihm bekannt sind, kreischt er während des Tanzes die boshaftesten Bemerkungen raus. Danach steht er mit einem Mal wieder auf, steif aufgerichtet da und sieht noch 10-mal adjutantenhafter aus als zuvor. Jo, war ich.